Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen eine Runde Bundesliga und werden uns den nächsten Sieg holen, weil wir jetzt konzentriert und gut spielen und die anderen nachts unkonzentriert sind. Punkt. Komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Konzentrier dich. Bleib wach. Merkwürdige Trikots waren, glaube ich, von irgendeiner Lokomotive Moskau oder irgend sowas. Okay, er hat auch Ginter und Arangis diesmal sogar als ZM. Oh, er spielt Bartels, der ist schnell und spielt ihn als Sniper. Das ist nicht so geil. Abschlusssteig und Trippelsteig. Und er spielt auch einen Hybrid, aber insgesamt war es eher ein moderates Team. Bartels, Konobianka. Konobianka noch nicht gespielt. Keine Ahnung, wie der abgeht. Felipe, Hector, Arangis, Ellen, Tonelli, Baumann im Tor. Auch interessant. Abate, schneller Außenverteidiger. Und Wendell. Aber wie gesagt, sind nicht so die krassesten Spieler. Viel Pace, aber fehlt ein bisschen Klasse. Mal gucken, ob wir das mit unserer Bundesliga ein bisschen besser machen. Aber interessanterweise, wir haben auch Sniper als Champions League Style. Wir haben ja bloß nicht diese Grundpace, die Bartels mitbringt. What? Kein Foul? Okay. Schade, ich dachte, wir kriegen Lackertor. Alter, haben wir eigentlich gut verteidigt, da macht aber Fährmann was ganz Verrücktes und klärt ihn mit beiden Fäusten in die Mitte des Tors, in die Mitte des Strafraums. Klar, das wird ein anstrengendes Spiel, Gegner ist auch ziemlich aggro, aber bisher nicht wirklich schlecht aggro. Hector schon mal die gelbe Karte, nicht so geil. Aber gut, ich bekomme eher selten gelbe Karten, deswegen mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen, dass wir jetzt hier noch eine gelb-rote fressen. Oh, schade. Schlechter Laufweg von Arangis. Stimmt, der hatte ja auch Hector im Team, das war ein Risikopass. Krasses Lackertor. Erstmal, wie er Schmelzer da, wie Schmelzer einfach über den Ball läuft, er hatte ihn quasi, und wie dann er in das Tor trifft, indem er Fährmann quasi anschießt, keine Ahnung, egal, das drehen wir jetzt das Spiel. Auch gelb. Auch Hector. Das ist ja geil. Das ist, glaube ich, das erste Tor, was wir geschafft haben, wo wir ablegen und dann mit dem Nachschießer, wie auch immer. Mit dem abgelegten Schuss dann das Ding machen. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Aber zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen. Und meiner Meinung nach kein Foul. Hoffen wir mal, dass er es nicht auch so cool macht. Ne.
Ja, mit Arang ist direkt geschossen, okay. Was für ein schwacher Scheißpass von Zuber, ey. Zum Kotzen. Antizipiert aber gerade ziemlich schwach. Komm, wir gehen mal mit Bender hier in den Sprint rein. Dann faul, nice. Komm, jetzt ist zwei. Das zweite Tor machen. Ein scheiß Konter. Ah, nicht mit Toprak. Alter, was für ein schwacher Pass von der Range ist, krass. Oh Gott, wir bleiben einfach hängen. Interessant. Scheiße. Noch gar nicht so schlecht rausgespielt. Oh, hätte ja sogar kurz anspielen können, verdammt. Was, wie er genau über mich drüber passt. Das war bestimmt nicht geplant. Also das war Glück, dass er da so einen leicht hohen Pass ansetzt. Danke, dass du genau in meine Richtung dir den Ball verlegst. Ah, das habe ich auch schon oft genug gemacht, kenne ich das Problem. Gegner macht es nicht schlecht und ganz ehrlich, mir gehen seine Trikots massiv auf den Sack. Ich weiß nicht wieso, er hat eigentlich rote Hosen an, aber irgendwie, ich raff die Trikots nicht. Also das ist zu viel grün. Nervt. Komm schon. Sehr aussichtliches Spiel. Ich glaube, dieses Unentschieden ist bisher verdient. Blöde Ecke. Schade.
Danke für den Laufpass, den ich nicht eingegeben habe. Schade. Nicht straff genug, der Pass. Nice luck. Der Schuss, sorry. Nicht straff genug, der Schuss. Eieieiei. War jetzt auch kein guter Winkel, aber sah gefährlich aus. Danke. Ach du Scheiße. War natürlich so nicht geplant. Nein, ich wusste nicht, dass der Grätsch nicht durch bin. Aber wieder der Gegner als letztes dran, ja. Oh, sah so gut aus. Ey Junge, das war kein Foul. Das ist kein Gelb-Rot, ey. So wie zum Konter, aber. Das hat nichts. Sollte natürlich eine Schusstäuschung werden. Krass, dass es dann als Schuss bei Zuber ankam. Das war geil. Ja, da konnte ich daraus dann. Oh, so knapp nichts machen. Vorher dieser Schlenker mit Kramaric. Perfekt. Das wäre so ein Traumtor wieder gewesen. Leider ganz gut gespielt. Würde trotzdem nicht sagen, dass es ein verdienter, also falls er gewinnen sollte, ist es meiner Meinung nach kein verdienter Sieg. Es ist ein ausgeglichenes Spiel. Ich hatte auch super gute Chancen, die jetzt zum Kramaric zum Beispiel. Ich denke, unentschieden wäre hier gerechtfertigt. Ich denke, ich werde. Oh, du Idiot. Ich denke, ich werde kein Tor mehr schießen.
Es sei denn, ich mache noch so eine geile Kombination und schieße dann trotzdem eins. Nice. Und es ist wie gesagt verdient, denke ich, das Unentschieden. Okay, konzentrieren. Wir waren dran, wir hatten den Ball quasi mit Toprak. Jetzt hätte sich Volland zum Held des Spiels machen können, schade. So, jetzt auf jeden Fall in die Verlängerung kommen. Sehr gut. Also eigentlich will ich keine Verlängerung, aber lieber in die Verlängerung als früh verlieren. Und jetzt hier schön das Führungstor machen. Oder vielleicht auch wieder ein 4-4-2, wie wir das bei der letzten Verlängerung geschafft haben. Und gewinnen. Come on. Konzentrieren und gewinnen. Ach, ich Idiot. Ich hätte ja auch wechseln können. Oder sollen. Mach ich jetzt noch. Iniesta rein für Hector. Das ist ja eh gelb. Oh, genau, ist eine gute Idee. Ist ja sowieso mit gelb vorbelastet und dann halt noch Traoré. Zubo macht eigentlich mehr Action. Er gönnt sich die Pause anscheinend auch nochmal. Ich denke, bei Iniesta ist er zwar defensiv nicht so stark, aber dadurch, dass er noch volle Fitness hat, wird es wahrscheinlich nicht so relevant sein. Er kann einfach gut dann trotzdem noch den nicht so fitten Leuten hinterherrennen. Und ich glaube, ein gutes Stellungsspiel und eine gute Interception hat er trotzdem. Natürlich einen krassen Pass, das sollte klar sein. Elfmeter. Och krass. Das war sowas von Elfmeter. Nice luck. Getunnelt. Stellt immer noch kurz zu, verdammt. Okay.
Abi. Wenn wir jetzt echt ans Elfmeterschießen gehen, aber ich habe das blöde Gefühl, dass das ein Elfmeterschießenspiel wird. Geil gespielt! Geiler Schuss von Vollerhans, hat nicht gereicht. Schade, gut gehalten von. War das Fährmann? Nee, Quatsch, Baumann. Oh nein. Ich wusste, ich habe es gesehen. Er war in der Mitte so frei. Ich hatte zwar angetäuscht mit dem Torhüter, hat sich davon nicht beeindrucken lassen und macht jetzt leider dieses beschissene 3-2. Fuck. Oh. Aber komm, wir machen den Ausgleich. Haben wir schon mal. Haben wir schon zweimal hinbekommen. Machen wir jetzt nochmal. Das war ein richtig beschissenes Pace-Tor mal wieder. Dieser scheiß Bartels, ey. Ich wünschte noch, ich hätte schon Werner und könnte auch mal ab und zu hier so ein Pace-Tor machen. Geil wie. Oh, egal. Oh, war abseits, geil. Natürlich muss es ans Alu, warum nicht? Darf halt nicht reingehen, obwohl es schön rausgespielt war. Das war auch gut gespielt, ich konnte auch nichts mehr dagegen machen. Das wird wieder mal eine bittere Niederlage, vor allem wegen dem scheiß Alu-Treffer, ey. Elfmeterschießen wäre so verdient. Oh, dann macht er auch noch so ein Kack-Traumtor, ey. Ach nee, es ging doch nicht rein, okay. Das war drin. Das war's, er pfeift eh ab. Och Mann, das ist echt eine Scheiß-Niederlage gewesen. Aber es war jetzt kein Spiel, wo ich sage, ich hätte ja gewinnen müssen, sondern es wären Unentschieden gewesen. Vorlagen sind immer voll eins. Es wären Unentschieden gewesen und es wäre verdient gewesen, hier noch ein Elfmeterschießen zu gehen, aber was soll es. Dann gewinnen wir das halt nicht. Wir können ja halt eh nicht jedes gewinnen. Oh, wie ich echt diese ganzen Drecks-Scheiß alle Spiele machen muss, weil ich zu wenig gewinne. Verdammt nochmal. Brauchen jetzt wieder die ganze Zeit diese Scheißquote. Wir brauchen 4 Siege aus 8 Spielen. Immer noch 50%. Weil wir einfach keine verfluchte Serie mal hinbekommen. Nur wir sagen können, okay, geil, nochmal gewonnen. Jetzt brauchen wir noch 3 Siege aus 8 Spielen. Nee. Ist halt einfach nicht drin. Ich muss wirklich jedes dreckige Spiel machen. Nur um Gold 3 zu erreichen. Komm schon.
Erstmal noch trinken. Was haben wir denn jetzt noch für Probleme mit den Gegnern? Ach so, da fällt mir ein, es ist ja jetzt spät. Also irgendwann kommt ja bestimmt auch wieder mein Disconnect. Oh, fuck. Dann habe ich ja gar nicht gedacht, dass ich hier noch einen 24-Stunden-Disconnect haben werde. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock. Vielleicht sollte ich jetzt mal lieber meinen Router resetten, damit das nicht passiert. Mal gucken, ob ich da Bock habe vor der nächsten Aufnahme. Oh, 4-2-2-2. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich schon einmal gegen gespielt. Aber das war glaube ich jemand, der da einen umgestellt hat im Spiel. Okay, stimmen wir beide Hawk. Rechter ZOM hat Basic. Genau wie Torhüter Butland. Und alle Verteidiger haben auch Basic. Und der ZM, der als Sechser spielt, hat auch Basic. Jetzt nicht so das krasse Team, auch was die Champions League Size angeht. Mal gucken, ob wir da was reißen können. Hat aber gut Pace aufgenommen in der einen Situation. Zum Glück hat ihn das nichts gebracht. Ecke. Versuche immer der Rossi anzuspielen, aber so wirklich hinbekomme ich das nicht. Hier eiert noch im Mittelfeld rum. Guter Anfang, würde ich sagen. Wieder verliert er den Ball. Guter Schuss von Icardi. So, ich versuche wieder De Rossi anzuspielen. Das geht wieder komplett in die Hose. Ey, Sharabi, geh einfach mit. Entgegen hast du den Ball. Ihr müsst auch mal fürs Team arbeiten. Aber egal, es läuft eigentlich gut. Wir haben gute Angriffe gehabt. Wir hätten nur mal noch eine 100%ige rausspielen sollen, aber hatten gute Halbchancen. Oh, Glück. Tunnels. Oh, ey, ich zieh auf wie so ein Bekloppter, weil ich auf dem zweiten Pfosten flanken will.
Dann kommt so ein Scheiß bei raus. Nice luck. Nice luck, wir waren wieder dran. Wieder gute Parade von Butland. Oh, der Rossi ist nicht da. Das sah doch gut aus. Scheiße. Oh Gott. Ich dachte, wir waren. Er war zuletzt dran. Hä, wie können wir denn da zuletzt dran gewesen sein? Verstehe ich nicht. Eieiei, das war ja mal eine geile Ecke. Donnarumma hält den Ball fest. Da los. Diese Flanken hingehen, das ist der Wahnsinn. Schön mit Gulam. Ja, wieder in unserem Fuß gelandet. Scheiße, wir müssten mal das erste Tor machen, weil ich würde sagen, wie gesagt, wir haben jetzt nicht wirklich viele Großchancen rausgespielt, aber trotzdem sind wir doch die ziemlich überlegene Mannschaft. Brauchen nur noch das Tor. Abseits. Geht er sich gut hin? Haben wir den Ball schon? Schade. Schön mürbe spielen und dann zustechen und das Tor machen. Vielleicht sogar nochmal auf Icardi abspielen müssen.
Schönes Foul, was nicht gepfiffen wird. Oh, das macht er gut, das macht er gut. Das war so ein scheiß Winkel, der regt nach die Ecke raus. Viel über El-Sharawi gemacht. Ich glaube, De Rossi und Strootman sind mir auch jetzt gerade noch zu wichtig. Das macht erst in der Verlängerung. Bitte der nicht wieder wir. Na also. Das war eigentlich schön rausgespielt. Es war auch keine hundertprozentige Chance, aber auch keine klassische Großchance, aber die war schon sehr gut. Schön den Ball mitgenommen. Da soll er nicht hin. Oh. Och Mann, das war eine Großchance. Eieiei, wieso macht denn Icardi die nicht? Fuck.
Jetzt wäre eine Führung verdient gewesen am Ende. Naja, was soll's. Jetzt macht es halt eine Verlängerung. Schön, zwei Spiele nacheinander Verlängerung. Oh, das war ein Foul meiner Meinung nach. Glück gehabt. Scheiße, das hat leider gut antizipiert. Oh, der war so geil, der Schuss. Ich wusste, dass er reingeht, wenn er den nicht hält. Aber er hat ihn leider gehalten, Butland. Fuck. Elfmeter. Ach du Scheiße, ey. War das nicht im letzten Spiel auch so, dass wir einen Elfmeter hätten kriegen müssen? In der Nachspielzeit. Ja klar, das war im letzten Spiel auch so. Hätten schön Elfmeter kriegen müssen in der Nachspielzeit. Bekommen keine. Oh, Glück gehabt. Hält aber auch alles. Ich meine, ich hätte vielleicht ein bisschen straffer schießen müssen, dass er ein bisschen höher geht, aber trotzdem. Okay, dann bekommen wir den Elfmeter eben nicht. Also müssen wir es noch verdienter, wenn wir hier führen würden. Fällt mir ein, ich wollte eigentlich mal wechseln, ne? Oh. Meine Fresse! Ich muss straffer schießen. Man of the Match ist ein Torwart. Oh, es hat er gut einzipiert. Signi ist natürlich schnell, aber kann auch nicht zaubern.
Oh, krass! Unglaublich! Icardi, Wahnsinn. Er gewinnt uns das Spiel, krass. Das war echt so ein schwerer Abschluss. Ich habe auch normal geschossen und er hat ihn selber flach gemacht. Das tut mir fast schon ein bisschen leid vom Gegner, aber es ist trotzdem verdient, dass ich hier führe. Und wahrscheinlich gewinnt. Und er war noch abgefälscht. Deswegen kommt er auch so flach. Was Butlin gehalten hat, Wahnsinn. Kein Elfmeterschießen, wie es aussieht. Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch ein Tor macht. Ne. Das war's, sobald er nochmal den Ball bekommt, pfeift der Gegner. Da steht der Abzeiggegner. Oh, er gibt nochmal die Ecke. Sie kommt denn kein Spieler? Ich rufe einen, aber er holt keinen. Jetzt. Sehr gut. Verdient, wenn auch ein bisschen merkwürdig, aber verdient. Tore, Icardi, Vorlagen wahrscheinlich der Rossi hier. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Spiel. Tschö, tschö.